So Leute, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im nächsten kleinen Video von mir. Ja Leute, ich bin mal wieder GTA drin. Ich habe mir eigentlich mal gedacht, dass wir eigentlich mit diesen Scanner-Funktionen was machen. Aber ich habe aktuell gerade zu wenig in der Lobby. Und ihr da guckt, wollte einfach mal mit euch durchgehen, weil das ab und zu mal echt lustig sein kann. Allein gekaufte sexuelle Handlungen. Zwei. Da hatte ich nämlich schon einen, der hat irgendwas mit 100 gehabt. Richtig krank. Aber Leute, ich zeige euch mal zwei extrem geile Strecken, die ich, sorry, hier durch einen Kumpel, PSN-Kumpel, bekommen habe. Und die haben wir gestern Abend gezockt. Und ich habe einfach mal gedacht, weil heute Sonntag ist, zeige ich euch einfach mal entspannt die Strecken. Oder je nachdem, ihr werdet es ja sehen, ob die Strecken oder Minecraft kommen. Werdet ihr ja mitbekommen. Zeige euch zwei Strecken. Die beiden sind das. Wir fangen erst mit der an. Da fahren wir auch eine Runde nur. Und gucken denn. Natürlich keinen Kontakt, aber wir sind alleine. Wir müssen hier Radio aus, Leute. Das geht mir auch immer auf den Sack. Supersportwagen Mittag, das ist alles okay. 1 bis 4, machen wir direkt starten. Ja, ich will alleine starten. Damit ich euch das einmal zeigen kann, natürlich. Aber da müssen wir ein perfektes Auto auswählen. Zentrone brauchen wir nicht. Brauchen ein Auto, was auf der Straße klebt. Ich nehme meinen X21, mit denen habe ich es nämlich auch schon geschafft. So, dann zeigen wir euch mal die Strecke. Na Leute, am Anfang sieht die Strecke nicht so spektakulär aus, sag ich mal. Am Anfang bist du einfach nur hier ein paar kleine Details eingebaut, Schilder hingestellt, so Werbetafeln einfach hingeklatscht. Ist ja klar, damit ein bisschen Bewegung und es ein bisschen schön aussieht. Da Häuser, da so ein Tank und so. Schon geil gemacht. Am Anfang, bloß eben halt nicht extrem geil, sag ich mal. Soll einfach nur Unterhaltung sein am Anfang, weil das größte Problem kommt gleich. Man sieht jetzt, glaube ich, nicht viel davon. Doch da hinten sieht man was. Oh. Ja, Leute, da haben wir echt. Da bin ich am Anfang verzweifelt. Dann habe ich es irgendwann geschafft. Dann habe ich zweite Runde gleich First Try geschafft. Und ja, dann haben wir es irgendwann nochmal neu gestartet. Und da auch gleich bei der ersten Versuch gleich durch. Also, wenn man einmal den Dreh raus hat, dann schafft ihr das. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es jetzt First Try schaffen kann. Das ist bestimmt jetzt wieder auf natürlich Ansage. Schaffe ich es nicht. Also das macht übelst Laune, wenn du mit deinen Kumpeln hier fährst. Und ja, wusste ich, dass ich es nicht schaffe. Ich sag, für die Leute, die täglich so eine Wallride-Rennen fahren und alles, die sind bestimmt komplett gleich von vornherein durch, fertig. Also ich nicht. Bin nicht der Beste in so einem Rennen, aber ich wollte euch zwei Rennen einfach mal zeigen, die ich extrem geil finde. Schon wieder zu weit. Das kann doch nicht sein. Scheiße, was mache ich denn, Leute? Jetzt, wo ich dir euch die Strecke einmal zeigen will, schaffe ich das nicht. Das ist 1 Minute 50 waren wir schon. Ich will das auch nicht so in die Länge ziehen. Deswegen lassen wir das auch ungeschnitten, weil jeder Profi kann auch mehrmals verkacken, wie wir alle wissen. Nein, ich habe ihn doch da fast gehabt. Scheiße. Das ist wieder doof. So Leute, jetzt drücken wir die Daumen, dass wir das jetzt haben. Oder auch nicht? Ja, moin. Vorführeffekt, Leute. Gestern habe ich es so geil geschafft und heute
komme ich einfach wieder nicht da ran und schaffe es einfach wieder nicht. Der T20 wäre auch geil, aber ich habe gerade meinen XA21 fahre ich gerade. Will ich auch mal wieder fahren. So Leute, jetzt haben wir es. Siehst du? Da, das ist das. Und wir gucken das also auch nochmal von weit an. Einen Moment. Wir bleiben jetzt mal hier stehen. Guckt euch das mal an. Ich finde das mega krass, wie das aussieht. Dass es auf der einen Seite eben halt irgendwo da oben hoch geht. Dann machst du oben diesen komischen Salto. Und dann geht es ja runter. Allein diese Schräge runter. Dann dreht er sich unten wieder um. Dann geht es wieder hoch und hierher. Das macht übel Spaß, sag ich mal, wenn du das irgendwann drauf hast. Also mir macht die Strecke auf jeden Fall Spaß. Ich guck mal, ob ich sie per Link bei euch unten reinpack, wenn ich den Link dann rauskriege, weil ich habe sie aktuell nur ja jetzt markiert und ich muss bei Social Club mich erstmal anmelden und den Link dann rausholen. Aber ihr habt ja auch den Namen sonst, TWL sowieso. Die sind aktuell leicht zu finden eigentlich. So, meine Aktiven, jetzt gehen wir mal zur nächsten Strecke, weil die nächste Strecke ist, glaube ich, das ist die, die ich mag, aber sehr schwer finde, glaube ich. Wir gehen mal rüber, wir müssen kurz natürlich im Ladebildschirm sein, ihr wisst ja, wie das, man kennt's. So, Rockstar Games, sehen Sie zu und dann... Ja Leute, warte mal, wir machen einen kurzen Cut und bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Hier haben wir die andere TBL-Reihe. Machen auch nur Anzahl einer Runde. Wertung ist auch gut, 76%. Und ihr seht das schon am Bild. Das feiere ich auch. Übelst, ich hoffe, das ist nicht die schwere. Ja, ich möchte alleine starten natürlich. So, wir gucken uns die Strecke auch mal an. Weil ich ja die letzten Tage, und was ich noch dazu sagen wollte, Leute, sorry, dass ich die letzten Tage so unaktiv auf YouTube war. Weil ich eben halt, ich war krank, hab die Grippe gehabt und ja, konnte dann eben halt nicht so viel machen, nicht so viele Videos drehen und Videos hochladen. Ich konnte einfach gar nichts. Ich war einfach so platt. Ich hoffe, ihr habt einmal da Verständnis für. Das wäre echt sehr nice von euch. Sehr, sehr, sehr nice. Happy Birthday. Steht da Happy Birthday? Steht da drauf? Gilmo. Achso, okay. Ja, moin. Auch nicht schlecht. Ja, Leute, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Und jetzt versuche, deswegen bringe ich heute auch auf den Sonntag ein Video für euch, damit das wieder ab morgen wieder hoffentlich wie gewohnt losgehen kann. So Leute, am Anfang auch wieder wie nichts Spektakuläres hier an der Strecke. Nur ein paar Hindernisse, ein paar Deko-Sachen aufgebaut natürlich wieder, wie man es eben halt so kennt. Es gibt ja auch noch Strecken, die von Anfang an gleich extrem hart sind und mit irgendwelchen Stunts, Sprüngen und sonstiges. Aber ey, hier ist einfach entspannt erstmal. Man denkt nichts Schlimmes, sag ich mal, und dann kommt gleich eben halt die Stelle, wo ich mich ein bisschen gequält habe. Hier geht es nämlich jetzt los. So, jetzt gehen wir mal hoch. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt auch perfekt. Lassen wir uns mal überraschen. Da, jetzt geht's los, Leute. Und das ist, ich finde, der Wagner ist das Schlimme ist, beim Wagner ist, der zieht immer nach unten. Ich weiß nicht, ob viele das von euch hier so schaffen. Also am Anfang habe ich mich schwer getan, weil ich so eine Strecken eigentlich nie fahre. Wirklich nie. Und ihr seht schon, ich musste mehrmals nach unten denken. So, da haben wir es. Geht glaube ich noch weiter. Ja, hier. Das war die Stelle, wo ich letztens gehakt habe. Und jetzt schon wieder.
Ja, Leute, für so kleine Spaßrennen zwischendurch, die auch nicht zu schwer sind, die auch wirklich machbar sind für Leute, die das eigentlich fast nie fahren, ist es eigentlich ein perfekter Anfang, weil ich, wie gesagt, ich fahre das ja auch komplett fast nie, schon wieder dagegen gefahren, ja moin. Wie gesagt, so ein Rennen, ich bin zwar oft Rennen gefahren, aber alle normale Landrennen mit ohne Sprüngen und einfach nur auf den Straßen von GTA, anstatt so eine Rampen dahin zu bauen natürlich. Dies. Ja, ich hoffe. Ja, wir haben es. Zwar mit ein paar Drehungen und alles, aber wir haben es geschafft, Leute. Ihr habt gesehen, das ist das Stück, das ist schon ein bisschen tricky, den Wagen gerade zu halten, weil der Wagen zieht irgendwie nach unten bei der Strecke. Und das ist das Schwere. Ihr habt das mehrmals gesehen, dass ich auf der geraden Strecke am Rutschen kam, dass er einfach nach unten wollte. Und ja, aber das sind die Beinstrecken, Leute. So, ich habe leider, glaube ich, keine mehr auf Petto, die ich noch zeigen kann im Moment. Weil sowas ist doch für euch hoffentlich auch mal interessant, dass ich euch einfach mal ein paar Strecken zeichnen GTA. Weil morgen kommt ja wieder ein aktives Minecraft-Video. Das lade ich morgen ab. Also gegen 15, 16 Uhr wollte ich es hochladen, gewöhnlich. 15, 16 Uhr, irgendwo dazwischen kommt ein Minecraft-Video. Morgen. Ja, Leute, wie gesagt, ich wollte eigentlich das andere machen mit dem Terabyte. Diese Sachen mal gucken bei den einzelnen Spielern. Können wir aber, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, ob was wir für eine Lobby jetzt kommen. Wenn wir eine gute Lobby kommen, dann können wir es gerne nochmal machen. Aber ich glaube nicht. Ja, sonst habe ich eigentlich erstmal nichts zu schnacken, Leute. Das ist im Moment, weiß ich nicht. Bin immer noch nicht so ganz fit. Ich bin ja gerade aus der Krankheitsphase raus. Und da erstmal wieder richtig reinkommen, gucken, was abgeht. Das ist ein bisschen kompliziert. Ja, nicht kompliziert, aber kennt jeder von euch. Da erstmal wieder so langsam fit zu kommen, in den normalen Alltag reinzukommen. Weil, ihr müsst gerade wissen, es ist gerade 5:27 Uhr. Und ich nehme gerade vor euch auf. Sehr, sehr spät sogar. Ja, Leute, wir gucken noch einmal, wie viele hier drin sind. Wenn nicht so viele drin sind, dann lassen wir die weg. Aber sind nicht so viele drin. Okay, lassen wir. Ja, Leute, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt oder wie gesagt von meinem Kanal nichts verpassen wollt, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Mod GTA 19. Tschüssikowski.